Willkommen zurück zu Let's Play Arc Age Online. Mir fällt gerade auf, wie toll ich mit dieser Fiederbaskenmütze in dieses malerische Bild hier reinpasse. Da würde ich am liebsten anfangen, selber zu malen. Aber dafür haben wir leider keine Zeit, weil die Leute haben Probleme, die wir wieder lösen dürfen. Und dafür bezahlen die auch. Tibex Sägewerk, das liegt gleich hinter diesem Grat. Aber sei aber vorsichtig, wenn du Lilith bist, der Dahuta-Kult wird dort immer stärker und jenen, die sich dem Kult anschließen möchten, nicht gerade freundlich gesinnt. Pass gut auf dich auf, ja? Ja. Ich habe nicht vor, mich irgendwelchen Idioten anzuschließen, ich habe nur vor, sie zu verbrennen und dann sie nochmal abzukühlen, um sie nur nochmal zu verbrennen. Ja. Das laufe ich eigentlich zu Fuß. Warte mal. Geht ja schon ins nächste Gebiet rein. Ja, da wollen wir noch gar nicht hin. Das ist ja so eine Sache, die ich bei MMORPGs so gar nicht mag. Bevor man das Spiel irgendwie die Map abgeschlossen hat, hast du ja einen direkt in die nächste Map schicken. Das irritiert. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Machen wir halt. Schlacht der goldenen Ebene. Die Schlacht der goldenen Ebene in Alkonia ist vorbei. Na, meinetwegen. Nee. Genau. Ich muss F2 drücken. Zwei von zwölf. Oh je, das. Ich hoffe, das Spiel wird nicht zum Grinder mutieren, ganz ehrlich. Habe ich gar keine Lust. Ah, guck mal, vier von zwei. Okay, die droppen mehr als einen. Das ist natürlich praktisch. Gegensatz ist jetzt Rang 3. Okay. Hab ich keine Punkte bekommen. Okay, nicht schlimm. Ich werde. Mir fällt gerade was ein. Was ist eigentlich, wenn ich die Skills... Die bekomme ich ja erst später im Level, ne? Ich glaube, wenn ich Level 10 bin, kriege ich den nächsten, Ich bin Level 10, ich kann mir noch einen aussuchen. Ja, kann ich. Ich glaube, Hexerei wäre richtig, ne? Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an. Ein bisschen offscreen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Verdammt, ich habe den Faden verloren. Nein, zurück. Der Kopf sagt... Genau, was ist eigentlich, wenn ich jetzt im späteren Level jetzt die Skills hier auswähle? Ah, okay. Ich verstehe es gar nicht. Okay. Denn wenn ich im späteren Level die Skills bekomme, brauche ich ja länger, um zu leveln. Aber die Skill-Level, die steigen ja auch mit meinem Level erst. Was ist also, wenn ich erst später ein neues Skillset ausbuche? Kriege ich dann, je nachdem wie hoch ich im Level bin, erst später die Skill-Level oder kriege ich die dann proportional zu meinem Level? Ich weiß nicht, suche mal eins aus. Was haben wir denn hier? Hexerei. Ich möchte gerne wissen, was die Passiven haben. Die Wirkzeit aller Skills. Das ist eigentlich schon sehr praktisch. Was gibt's denn hier noch? Ich glaube, Hexerei ist alles so Debuffs, ne? Gesundheitsregeneration, Magieabwehr, Treffer. Eigentlich wollte ich am Okkultismus, weil ich diesen Skill so cool finde. Mana Sterne, weil die haben keine Castzeit. Sind zwar schwächer als der Feuerball, aber dafür deutlich schneller. Was im Kampf um Mobs einen Vorteil geben kann. Und hier die Mana-Regeneration, die fände ich zum Beispiel sehr praktisch. Huch. Kritischer Schaden für 10 Sekunden. Erhöht nach erlittenem Schaden die für 10 Sekunden die Magierate kritisch plus 20%. Wird zu oft ausgelöst, das ist eigentlich auch ziemlich geil. Verringert außerhalb des Kampfes alle eine Sekunde die Gesundheitsregeneration minus 15 und erhöht alle eine Sekunde die Mana-Regeneration. Plus 15, wenn kein Zauber gewirkt wird. Also, das ist irgendwie wieder sowas für ein Debuff, aber... Das ist recht cool.
Verringert den Cooldown der Okkultismus-Skills um minus 20%. Oh je, oh je. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann die Skills mal zurücksetzen. Die Skills kann ich aber woanders wieder abgeben, ne? Hexerei oder Okkultismus? Eins von beiden steht im Raum. Wenn ich Hexerei nehme, Faltzeit. Das hier fände ich zum Beispiel sehr praktisch vom Zauberer, weil der ja recht lange Castzeiten hat. Zum Beispiel das hier hat 1,9 Sekunden, 1,9 Sekunden, 1,9 Sekunden. Na gut, ist jetzt nicht so viel, ne? Scheint hat der sogar noch länger. Nee. Starke Skills. Entkräften. Ich hätte gerne was, was mich irgendwie buffen könnte. Also neben dem Vitalisten, ne? Hoch. Eine Dampfmaschine. Oder sowas in der Art. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Genau in diesem Spiel soll es, glaube ich, auch Autos geben. Ja, Autos. Irgendwie cool, ne? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich hätte gerne irgendwas mit einem Buff. Hier ist kein Buff. Was hat denn der Okkultismus? Okkultismus ist eigentlich ziemlich geil, weil das Lebenskraft absorbieren hat. Und das hätte ich eigentlich schon gerne. Das ist sehr geil. Combo. Ja, Okkultismus heilt mich, nämlich wenn ich angreife. Und das ist... Obwohl ich eigentlich schon Heiler genommen habe, ne? Also erhöht meine Mana-Regeneration extrem. Aber ich glaube, das hier ist cooler. Schwierig. Ich nehme jetzt einfach mal die... Klassische Schamane. Jetzt bin ich Schamane. Egal, ich mach das später. Huch, der ist schon tot. Ja, da guckt man kurz auf was anderes. X48. Warte mal. Ach so, was da steht, ist die Zahl, wie viel ich noch absorbieren kann. Okay, okay, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Komm, Frostfall. Und tot. Ja, der Heilzauber ist jetzt schon extrem stark geworden. Fertig. Ich werde jetzt Glückwunsch zum Level up, mein Pferd. Ich werde jetzt kein Dingens machen. Wie heißt der Laden? Zu viel sammeln für mehr Punkte. Finde ich gerade überflüssig. Ich bin Level 11. Ich hätte schon ein Level lang meine Skills mitnehmen können, die neuen. Ich weiß gar nicht mehr die Level. Ich glaube, die leveln einfach mit der Zeit, ne? Sonst wäre das irgendwie unlogisch, wenn ich das maximal Level erreicht habe und meine Skills nicht weiter mitleveln. Wie hoch ist eigentlich deren Agro-Reichweite? Mal gucken. Nein, nein, nein. Okay, ein paar Meter. Oh, geht eigentlich. Da kenne ich Spiele mit höherer Agro-Reichweite. Der kann sich in der Luft gar nicht so weit drehen. Warte mal. Doch, meine Maus hat mal blockiert. Hoch. Han Solo. Nee. Han Solos Frau. Diese Wandmalerei ist Flora-typisch, nun es schadet nicht, einem toten Mann seinen Willen zu lassen. Ich kann genauso gut auch Sloanes Testament lesen. Flora, sollte dies jemand anderes lesen, heißt das wohl, dass du mein Angebot abgelehnt hast und ich nicht länger auf dieser Welt weile. Aber sei dir sicher, selbst jetzt denke ich an dich und wünsche dir alles Glück in den Armen von Nui. Jetzt soll die Person, die dies liest, den Ring von Nui aus der Kiste nehmen und deine Seele zur letzten Zuflucht geleiten. Alles, was du hast, ist Malcolms Ring. Es sieht so aus, als müsste Flora warten. Ja. Okay. Sloan ist tot. Ach, mein geliebter Krieger.
All diese Jahre habe ich darauf gewartet, mit dir zusammen zu sein. Und nun sind wir ja zu ewiger Trennung verdammt. Wieso trägst du Malcolms Ring und nicht den Ring von Nui? Es sei denn, Malcolm, er muss meinen Liebsten getötet haben. Sroan sah nur einen verwaisten Jungen, der nach einem Lehrer suchte. Aber ich sah die Gier in seinen Augen. Wann immer er über den Ring sprach, geh bitte zu Tippecks Sägewerk, finde Malcolm und führe ihn seiner gerechten Strafe zu. Moment, du kannst sprechen? Was? Ich meine, wer bist du? Wie kommt es, dass du so bist? Mein Name ist Flora. Ich wurde vor Jahren hingerichtet, in der Nacht, als diese Burg fiel. Aber meine Seele war in diesem Relief gefangen und ich war dazu verdammt, hier einsam bis ans Ende der Zeit Wache zu halten. Zumindest war es so, bis Sloan mich fand. Als einer von Nuis Erwählten hat er sogar wesentlich länger als ich gelebt. Er sah die Frau im Stein und verliebte sich mit der Zeit. Er wollte mich mit dem Ring befreien. Bitte, befrage die Leute von Tippecks Sägewerk. Finde den Ring und befreie mich aus dieser Hölle. Wo ist das Sägewerk? Warte mal. Die 3 ist hier. Tada! Hallo Kai. Boah, das fährt langsam zeitlich. Vielen Dank, mit diesem Geistsplittern können wir endlich das Schwert der Seelen vollenden und den Fluch hier ein Ende bereiten. Durch das Labyrinth zu laufen war immer der richtige Weg, sich die Königswürde auf Solsried zu verdienen. Es ist eine uralte Tradition, die von dem Magierkönig Solsran selbst begründet wurde. Aber nicht jeder ist bereit, sein Leben im Labyrinth zu riskieren, um König zu werden. Und wenn der Sichelmundrund lange genug verwaist ist, gibt es immer jemanden, der versucht, ihn sich mit Gewalt zu nehmen. Fürst die Kindra war einer davon. Auch gejuckt, Moment. Okay. Aber die Kentra war ein grausamer Fürst und voller Gier. Als daher ein junger Mann durch das Labyrinth kam und sich selbst zum rechtmäßigen König ernannte, standen die Leute von Solsrid auf, um die Geißlerburg zu zerstören. Der tote Fürst und seine vernichtete Armee suchen nun die Geißelruinen heim und werden von ihrem Hass über die Leute von Solsrid aus dem Jenseits ferngehalten. Aber mit dem das Schwert der Seelen könntest du die untote Gestalt von Fürst die Kentra vernichten und den Fluch, der auf diesem Ort liegt, ein für alle Mal aufheben. Hier, nimm das Schwert und benutze seine Macht, um Fürst die Kentra zu schwächen. Vernichte ihn und bring seiner rachsüchtigen Seele Frieden. Da oben ist er. Okay. Der Vorteil, dass ich jetzt relativ früh offen nehme, ist er das? Ja. Ist halt jetzt, dass ich, das war falsch. Jetzt niemanden habe, der mir hier in Konkurrenz steht, um mir das hier zu holen. Huch. So, ich hoffe, der Arzt kommt jetzt nicht mit. Bezahlen und angreifen. Ah, leb wohl. Und das Schwert. Ich dachte, ich soll das Schwert jetzt so reinrammen. Na gut, dann nicht. Hui. Treppenspringen hat schon als Kind Spaß gemacht. Hallo Kyle. Endlich ist die Kentra in Nuis Armee gegangen. Jetzt wird in diesem Land wieder Frieden einkehren. Zumindest so lange, bis er wieder respawnt. Gut. Ich glaube, wir haben diese Karte abgeschlossen, aber ich traue dem Frieden nicht. Weil da ist noch etwas, wo wir nicht waren. Ich gehe da erstmal hin. Das riecht nämlich irgendwie stark nach... Da sind noch Quests versteckt. Oder nach Dungeon, ich weiß es nicht. Nymphens Zuflucht. Ist ja schon so ein bisschen karg, die Gegend hier. Ich hoffe, dieses Startgebiet hier ist nicht so das Gewohnte, was wir sehen werden auf anderen Maps. Über eine Schneelandschaft würde ich mich freuen, weil ich finde, MMOs und Schneelandschaften sehen immer ziemlich gut aus. Aber natürlich ist es überall total zugeschneit und man sieht gar nichts mehr. Also schöne schneebedeckte Gegner, die gefallen mir schon recht gut. So, was haben wir denn da? Sieht aus, als wäre das nur eine Siedlung.
Na komm, lauf, blödes Vieh. 10 Sekunden noch. Ja, hier ist nichts Besonderes. Aber das muss man sich auch mal angucken, ne? Was haben wir denn hier? Ja, hier ist nur... Ich glaube... Pflanze. Pflanze, gib mir die Pflanze. Ja, weiß, vielleicht brauchen wir die nochmal. Außerdem bringt es Erfahrungspunkte. Ist das noch eine? Ja. Ich sammle die jetzt nicht ein. Ja. Ich glaube, das Zurückreiten hierhin mache ich offscreen. Weil noch 5 Minuten und die will ich jetzt wirklich nicht damit verschwenden, diesen Weg zu reiten. Oh, das ist ein großer Baum. Das ist ein sehr großer Baum. Da hinten ist der Strand. Kann man abkürzen? Ja, das ist ein anderer Strand. War ich da schon? Da war ich auch schon. Hier war der Strand, wo wir waren und hier haben wir ruhig irgendwo angefangen, ne? Ja, das war schon. Pass mal ein bisschen auf, Junge, hier stehen Leute. Fällt der einfach den Baum? Buche, okay. Das ist halt einfach nur Holz. Na, meinetwegen. Gut, ich mach da kurz hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich im neuen Gebiet oder kurz davor. Bis jetzt. Und da sind wir auch schon. Ihr seht, ich habe das Skillfenster offen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Mir sind nämlich ein paar Dinge aufgefallen. Nämlich zum einen der Auramantie. Klingt sehr spannend. Benutzt auch Magieangriffe, aber ich glaube, das ist ein bisschen so tankmäßig, weil die Leute zu einem hinkommen. Außerdem verändert sich immer die Klasse, je nachdem, was ich nehme. Wie jetzt Knochenweber mit dem Skillset. Die beiden alleine sind aber Zauberei-Novize. Hexerei wollte ich nehmen, aber wenn ich mir die beiden Anfangsskills so angucke. 15 Sekunden Cooldown. 18 Sekunden Cooldown. Ich schätze mal, dass Hexerei primär auch Nahkampf ist. Wahrscheinlich so, keine Ahnung, Dolchkampf oder so. Dann hatte ich noch Badenkunst. Dafür werde ich aber wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, was für eine Waffe ich dafür brauche. Wahrscheinlich auch eine ein Instrument oder sowas. Ich finde, das klang auch ziemlich nett. Es bufft nämlich auch und halt auch. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne mehr auf Damage-Dealer gehen. Auch wenn ich Vitalismus habe. Der, naja, der ist für mich zur Heilung. Deshalb, ich werde Okkultismus nehmen, weil die Cooldowns, der scheint mir doch stark primär auf Magieangriffe zu gehen und nicht auf Nahkampfangriffe. So. Kultist, du hast den Kultistweg gewählt. Ja, jetzt bin ich ein Kultist und Kultisten sind normalerweise doof, aber puh, was soll's. Jetzt werden wir auch erfahren, wie lange es dauert, bis die Skills hier mitleveln. Wahrscheinlich deutlich länger. Außerdem sind wir im nächsten Gebiet. Die Sonne geht. Geht sie unter? Sie geht unter. Vor allem 20.05 Uhr. Ja, gut. Wird wohl immer noch so Mitte Juli sein, wo es dann nachts noch hell ist. Irgendwo am Nordpol, wo die Sonne gar nicht mehr untergeht. Oder nicht mehr aufgeht, je nachdem, welche Jahreszeit es ist. Und da sind auch schon die nächsten Questgeber. Ich nenne sie auch gerne die Hilflosen. Weil sie immer die Hilfe anderer brauchen. Ah, mein Paket aus Lockdown. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell klappt. Wo steckt denn jetzt schon wieder mein Lagerverwalter? Oh, bitte lass mich ihn suchen. Verdammt, jetzt reicht es aber. Seit diese verfluchten Duta-Kultisten aufgetaucht sind, sind schon zu viele meiner Arbeiter auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Ist mir egal, wie toll ihre Meeresgöttin ist. Ich will, dass sie von hier abhauen. Das Problem ist, dass ich nicht die Wachen rufen kann, ehe ich irgendwelche Beweise für ihre Missetaten gefunden habe. Du siehst aus wie jemand, der kämpfen kann. Könntest du dir ein paar von ihnen vorknöpfen und schauen, ob sie irgendwelche Beweise finden kannst? Irgendetwas, das darauf hindeuten würde, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Kriegst sogar ein paar Dinge. Gleich den Hügel hinunter sind ein paar Kultisten. Schalte einige von ihren Schweren aus und sieh zu, was du ans Tageslicht befördern kannst. Wenn du etwas findest, werde ich dich gerne belohnen. Ich kann doch nicht meine Brüder töten, du Arsch. Menno. Hey, du da. Hey da, bist du auf der Suche nach hochwertigem Holz? Nein, eigentlich nicht. Heute nicht. Ich suche nach Malcolm, einem jungen Mann aus dieser Gegend. Kennst du ihn? Malcolm, er lebt seit seiner Kindheit hier. Aber in letzter Zeit habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht weiß er ja, dass du ihn suchst. Die Geißlerruinen
waren ein beliebtes und häufiges Thema für jeden Barden, der etwas auf sich hielt. Viele Barden haben den Inhalt als Moralgeschichte interpretiert, ehrenwerte Leute zu respektieren. Aber die besten Versionen waren simpel und ohne belanglose Ausschmückungen. Auch wenn der Sichelmordthron jetzt schwach war, war seine Macht einst groß. Ein Adliger hatte sich zum Rivalenkönig erklärt und als Legitimation ein Schloss gebaut. Mithilfe von Intrigen erhob er Anspruch auf große Teile des Landes und erhöhte Steuern. Doch es war für die Truppen des Sichelmondthrons ein leichtes, ihn zu besiegen. Jene berüchtigte Schlacht hatte die Erde in blutroten Schlamm verwandelt. Um künftige Aufstände zu verhindern, hatte der Sichelmondthron ein Exempel statuiert. Es ist nicht verwunderlich, dass einige Geister so voller Qual waren, dass sie noch immer umherwandern. Ich glaube, um diesen König haben wir uns auch eben gekümmert. Naja, wie es weitergeht, sehen wir dann halt beim nächsten Mal. Da ist wieder noch eine Quest. Sehe ich noch mehr auf der Karte? Wo bin ich eigentlich? Ja, da bin ich. Okay, 2 Quests noch zu holen, 2 noch zu machen. Macht 4. Ja, ich bin jetzt aber weg. Huch. Ach ja, genau, was zu holen. Genau, ich habe eben noch einen kleinen Baum entwurzelt. Der stand da rum, hat ihn entwurzelt und konnte ihn danach einsammeln. Okay, komm, zum Abschluss noch einmal das letzte Feuerwerk verschießen und dann bin ich raus. Ciao.